Jetzt mal ohne Scheiß, ich war so fixiert auf dieses Skelett, dass ich absolut nicht gesehen habe, dass es hinter diesem Wasserfall noch weitergeht. Und umso krasser ist der Shit, der jetzt hier vor uns steht. Scheiße, ey, ich glaube, das ist hier noch ein Riesending. Ich hätte es auch gedacht. Ich hätte auch mehr gedacht, das ist doch also jetzt einfach zu wenig. Und du findest nichts, nicht mal einen Hinweis, wo denn der Stern sein soll. Von daher hat es einfach noch weitergehen müssen. Diesmal schauen wir aber gleich hinter irgendwelchen Wasserfällen nach. Aber ich sehe nichts. Also gehen wir einfach mal vorwärts. Hier ist doch irgendwas, oder? Ah, nein. Ah ja, okay, ein Totenschädel. Mal schön schnell links und rechts gucken, ob hier irgendwas ist. Können wir da. Ne, da können wir auch nur den Totenschädel mitnehmen. Und auch auf Fallen achten. Das Ich ist habe ein. kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, mei. Ich jetzt auch nicht unbedingt, Lydia. Oh Gott, da ist einer. Da ist ein Skelettkrieger. Schauen wir mal. Gleich mal ein Headshot. Bam! In your face. Da lebt aber scheinbar noch einer. Oh, okay. Der wundert sich, was los ist. Das ist ein Totenbeschwörer-Novize. Aber auch der kriegt von mir gleich mal eine rein. So, das ist einfach eh das Beste, diese Sneak Attacks. Da haben sie einfach alle gar keine Chance gegen mich. Seelensteinfragment, das ist ja auch nett. Aber wirklich was Interessantes scheinen wir hier nicht zu haben. Nee. Also hier ist eigentlich nur Krampf. Vielleicht auf dem Tisch. Vielleicht haben wir auf dem Tisch irgendwas Nettes. Ja, Heilungstrank. Also Tränke grundsätzlich werden einfach mal mitgenommen. Ein menschliches Herz. Nein, 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 nein. Muss eigentlich nicht sein. Das Skelett hat nichts Interessantes dabei. Der Totenbeschwörer hat ein Fackelwürmchen. Okay, das hier brauchen wir nicht mehr. Das kennen wir auf jeden Fall schon. Und die Robe brauche ich auch nicht. So, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Da sitzt schon mal einer. Da sitzen sogar zwei. Erstmal der Frau schön ins Gesicht. Jawohl. Und dir auch noch. Ach, scheiße. Okay, aber es zählt noch als versteckter Angriff. Irgendwas klappert hier. Irgendwas klappert hier. Das ist mir noch nicht ganz geheuer. Von daher. Naja. Warte mal. Was können diese Roben? Magiker regeneriert sich schneller. Nehmen die doch mal mit. Vielleicht einfach nur so zum Entzaubern. Warum klappert hier was? Hier ist links und rechts irgendwie nix. Wo habe ich denn die von ihrem scheiß Stuhl gekickt? Die saß doch hier. Wo hat die das hier denn hingepfeffert, ey? Hallo? Okay. Ja, wahrscheinlich kommt das von da drüben. Wen haben sie hier aufgespießt? Ja, sieht nicht so gesund aus, muss ich sagen. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich, wo habe ich die Tusse denn hingehauen, ey? Die saß doch hier auf diesem fucking Stuhl. Jetzt müsste man halt was sehen, aber. Ja, das kann doch echt. Das auch gerade gesehen? Da hat sich doch gerade irgendwas getan. Wartet mal, habe ich nicht hier. Ich hab doch hier den tollen Zauberkerzenschein. So. Scheiße, das haben die gehört. Fuck. Wo kommen die jetzt? Oh Mann, die muss natürlich gleich reinrennen. Alles, was ihr könnt. Ja. Oh! Oh shit, ey. Die hat's ja richtig drauf. So, wo ist das Skelett? Da, oder? Oh! Okay, Lydia kümmert sich drum. Und du. Oh, die heilt sich, die Fotze. Egal, reicht aber nicht für uns. Okay, Hexenrabenfedern. Oh, das ist aber nett. Pass mal auf. Oh, ein Elfendolch. Den nehmen wir natürlich auch mit. Den Seelenstein. Das können wir uns eigentlich, glaube ich, auch schenken. So, das war das Skelett, was ich gehört habe.
Ist mein Kerzenschein noch da? Ja. Aber schaut's euch an, die Tusse ist weg, ey. Weiß Gott, wo ich die hingeschossen habe. Naja, was soll's. Ist mir jetzt eigentlich relativ wurscht. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Was haben wir hier? Aschehaufen. Oh, ein Wolfspelz kann man schon mal mitnehmen. Oh mein Gott, das ist ein Riesenraum. Dann scheint es da offiziell weiterzugehen. Das heißt, ich gucke mich erst nochmal hier um. Hier dürfte ja eigentlich nichts mehr sein, nachdem das Skelett schon rauskam. Und hier haben wir auch nur noch so eine Ecke, wo die wahrscheinlich hier irgendwas experimentiert haben. Zaubertrank der Wasseratmung, Nordmed. Naja, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt aufnehmen müssen, aber was soll's. Okay. Gut, dann wäre der Raum erledigt. Und wir gehen hier weiter. Das scheint der nächste, das nächste größere Abteil zu sein. Hier ist eher nichts. Ich bin einfach noch verwirrt, dass sie diesen scheiß Kerzenschein gehört haben. Ja, einfach nur den Zauber gehört. Voll krass. Oh, haben wir hier in der Truhe vielleicht was? Truhen sind ja... Oh, what the fuck, man? Oh, ein schwarzer Seelenstein. Alter, Jack... Uah! Okay, okay, okay. Alter! Sehe ich das richtig? Mein elfischer Inferno-Bogen hat einen Schaden von 43. Der fucking Vulkanglasbogen hat ohne Verzauberung einen Schaden von 49. Holy shit, Mann, wenn ich den verzauber nach der Höhle, ey, da wisst ihr, wie da die Party geht, Mann. Alter. Richtig krass. So, und ich wette, dass hier unten jetzt auch noch irgendwas ist. Ne, wartet mal. Deswegen machen wir nochmal den Kerzenschein an, weil der gilt nämlich auch unter Wasser. Und ich schaue jetzt einfach mal rein, auch wenn ich ja nicht so Fan von bin. Aber hier traue ich dem Spiel schon zu, irgendwas Geheimes versteckt zu haben. Ich hätte ja hier eher mit dem... Oh, scheiße, da geht's irgendwo richtig rein. Oh. Aber genau so, was habe ich mir schon gedacht, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich krieg keine Luft mehr. Okay, na, dann gucke ich da jetzt mal rein. Oh, oh. Hier haben wir noch eine Kommode. Mit, naja, nicht so tollen Sachen. Oh, was? Wie geht's nicht weiter? Oh, oh. Oh, oh. Huh! Oh! Puh, da geht's ja gar nicht weiter. Scheiße, okay. Naja, eigentlich sogar ganz gut. Dann weiß ich, dass das hier eine Sackgasse ist und ich kann mich auf den normalen Weg konzentrieren. Stimmt mich eigentlich ganz fröhlich, muss ich sagen. So, weiter. Hallo? Gut, dass die sofort draufgehen, wenigstens. Oh, und mehr als Knochenmehl kann man von denen aber auch nicht gebrauchen. Also, manche kommen da schon echt ganz schön aus ihren Ecken raus, die man kaum sieht. Aber jetzt verstehe ich, ich habe mich jetzt eh gerade gewundert, warum sieht denn der mich sofort? Weil ich hier reingehe, aber das ist natürlich der Kerzenschein. Ich denke, auffälliger kann man sich selber nicht mehr fortbewegen. So. Schwimmt darum. Sieht auch nicht so gesund aus. Naja, ich lasse es einfach mal vor sich hin schwimmen. Wenn es das Glück... Okay, das hat... Die hat mich natürlich gesehen. Was war das? Oh, nice. Oh, nice. Die habe ich noch gut gekriegt. Irgendeiner ist ja hier scheinbar noch. Na, komm her. Komm her. Ah, scheiße. Ah! Uiuiui, ist eine Meisterin. Scheint der Boss der Fraktion hier zu sein. Oh, scheiße. Ja, der Bandit. Okay, jetzt muss ich umstimmen. Jetzt muss ich umbauen. Und vor allem muss ich einen fucking Trank nehmen.
Hallo, ich will raus aus dem Schleichmodus, danke. So, der Bandit ist down. Ich bin gleich tot. Oh, scheiße, boah. Gut, dass ich das gerade noch gesehen habe, ey. Und ich bin verlangsamt. Scheiße, Mann. Warte mal, was hat die denn noch? Gewöhnlicher? Oh, Kobaltschema, den nehmen wir natürlich auch. Funken brauche ich nicht. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich auch mal mit. Obwohl, ich glaube, das habe ich eh schon. Boah. Oh, die mit ihren Zaubern geht mir ja schon auf den Sack, ey. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Oh, die verlangsamt einen mit dem Scheiß-Eis aber mal so richtig krass. Komm, geh down, geh down, geh down, geh down. Oh, die heilt sich auch noch. Jetzt geh doch mal down, ey. Okay, sie ist down. Puh, die hat auch ihren Kollegen hier irgendwie wiederbelebt. So wie ich das gesehen habe. Boah, komm mir auf, jetzt so noch so langsam unterwegs zu sein, verdammt. Seelensteinfragment, naja, brauchen wir nicht. Oh, hallo? Geht da auch mal wieder was, bitte? Na, nehmen wir wenigstens... Ah, jetzt hat... Oh, das hat ganz schön lange gedauert. Oh, Tragödie in Schwarz, oder? Ja, sehr schön. Ein Buch, was uns verbessert. Immer gut. Und ihr Kollege ist jetzt hier zu was geworden? Ah, zu so einem Aschehaufen. Naja, der hat aber eh nichts Interessantes. Okay, müsste ja dann eigentlich eh das Finale gewesen sein, weil die Meisterin ist ja eigentlich immer hier so Chefin. Oder Chef, je nachdem natürlich. Feuersalze, Frostsalze, endgeil, Mann. Wir haben endlich mal eine Feuersalze gefunden. Die erste von 10. Falls ihr euch erinnern könnt, können damit damals eine Quest aufgenommen. Übler Shit, Mann. Okay, so, was hat die Meisterin? Trank der Illusion. Stahlpfeil, abgeschworener Stürme durch. Und Stab der Eisstürme. Ist echt wertvoll. Nehmen wir natürlich mit. So, haben wir hier noch irgendwas? Schale, nette Könige. Oh ja, hier haben wir noch ein paar nettes... Nettes Zeug, aber das glaube ich wollte ich nicht, ne? Nein. So, da oben liegt auch nichts Interessantes. Ach, pass mal auf, wenn ich hier eh schon bei einem Arkan-Verzauberer bin, dann könnte ich ja eigentlich. Könnte ich ja eigentlich gleich mal schauen, was ich so entzaubern kann. Zum Beispiel.